Wir gehen ins nächste Video rein und zwar ein weiteres Video von Wissenswert. Wir haben uns heute schon das andere Video von Wissenswert zu Gönnergy angeguckt. Und jetzt geht es weiter mit Ein Tag in Deutschland härtestem Jugendknast. Finde ich spannend. Ich würde sagen, wir fetzen rein. Schule, Zocken oder Freunde treffen. So sieht der typische Alltag bei den meisten Jugendlichen in Deutschland aus. Doch heute werfen wir mal einen Blick in das Leben von deutschen Teenagern, die nicht das Glück haben, in Freiheit leben zu dürfen. Und zwar zeigen wir euch einen Tag in Deutschlands härtestem Jugendgefängnis. Wisst ihr, was ich am schlimmsten finde an der Sache? Die verpassen so viel von der Jugend. Wenn du als Erwachsener im Knast sitzt, ist es zwar scheiße, du verpasst aber, sag ich, weniger, als wenn du ein Kind bist. Irgendwie, weil man da noch so viel mehr Macht gefühlt und so viel noch ausprobieren kann und alles. Das finde ich, das ist das Schlimmste an der ganzen Sache. Aber gut, das ist ja auch irgendwo der Sinn, warum Jugendknast so scheiße ist. JSA Arnstadt. Die Jugendstrafanstalt Arnstadt, wie das Gefängnis offiziell heißt, liegt in der gleichnamigen Kleinstadt im Bundesland Thüringen und wurde im Jahr 2014 eröffnet. Insgesamt gibt es hier 340 Haftplätze und die meisten Jugendlichen befinden sich im geschlossenen Vollzug. Das heißt, sie dürfen das Gefängnis zu keinem Zeitpunkt am Tag verlassen. Und auch wenn manche Häftlinge über 18 sind, so ist ein großer Teil der Insassen tatsächlich noch minderjährig. Die jüngsten Gefangenen sind sogar erst 14 Jahre alt. Aber wie sieht der Alltag die... Wie schafft man es, mit 14 schon ins Gefängnis zu kommen? Das finde ich krass. Was muss man denn da gemacht haben mit 14? Also, Alter... Mit 16, ab 16, so kann ich es verstehen, irgendwie 16 bis 18, da macht man irgendwelche Scheiße, aber mit 14 einfach krank. Dieser Teenager nun aus im Gefängnis. Jeder Tag im Jugendknast beginnt für die Häftlinge früh am Morgen mit dem Aufwachen in ihrer Einzelzelle. Jeder hat hier 10 Quadratmeter für sich, die mit einer schweren grauen Stahltür von außen verschlossen sind. Rein optisch betrachtet sind die Zellen in der Jugendstrafanstalt schick. Sogar viel zu schick nach der Meinung von vielen Bürgern, die kritisieren, dass es den Straftätern in der Anstalt zu gut gehen würde. Denn so ein bisschen Jugendherberge-Vibes irgendwie. Weil da waren die Zimmer auch immer so verramscht und so eng. Immer so. Aber gut. Tatsächlich gibt es in den Einzelzellen neben dem Bett unter anderem Kühlschränke und Fernseher sowie jeweils einen Schrank, einen Schreibtisch, ein Waschbecken und eine eigene abgetrennte Toilette. Dadurch, dass die Fenster vergittert sind und man aus ihnen über den Hof zu einer 6 Meter hohen Mauer schaut, haben die Jugendlichen aber stets vor Augen, dass sie Gefangene sind. Um 6 Uhr morgens werden die Insassen in ihrer Zelle von einem der insgesamt 150 Gefängnisse Angestellten geweckt und ein streng reglementierter Tagesablauf beginnt. Zunächst überprüfen die Justizvollzugsangestellten, ob die Gefangenen noch leben. Dafür wird geguckt, ob sich die Insassen bewegen und auf eine kurze Anstrengung. Jo, okay, sorry. Wisst ihr, was ich manchmal... Ich gucke halt viele Filme und Serien und so. Aber wenn der das so aufschließt und so reinkickt, theoretisch warte ich nur drauf, der schließt auf und dann kommt einfach Kick und kickt den aus der Tür. Und dann preschen die aus. Ich habe zu viel Prison Break geguckt. Sprache reagieren. Danach wird ihnen Frühstück gereicht, was die Jugendlichen daraufhin in ihrer Zelle einnehmen. Anschließend werden die Jugendlichen auf verbotene Gegenstände durchsucht und aus ihren Zellen gelassen, damit sie auf dem Gefängnisgelände zu ihrer Ausbildungs- oder Arbeitsstelle gehen können. Und hier wird direkt auch ein großer Unterschied zu normalen Strafanstalten sichtbar. Im Gegensatz zu Gefängnissen für Erwachsene steht im Jugendgefängnis die Ausbildung und Erziehung der Gefangenen an erster Stelle. Das finde ich aber wichtig, weil du im Endeffekt
kann ich mir vorstellen, dass die Leute, die da drin halt wirklich was lernen, das nehmen die halt sich mit raus, aus nicht aus dem Grund, weil sie, keine Ahnung, da als super Menschen rausgehen, in Anführungszeichen, sondern einfach, weil du einfach echt wenig hast, was dich ablenkt. Ja, okay. Wir haben Fernseher und alles. Ja, gut, okay. Ich weiß nicht, ob das so viel ist, aber. Aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Und nicht die Bestrafung. Denn viele der Straftäter kommen aus zerrütteten Familien mit Eltern, die ihre Kinder völlig vernachlässigt haben. Eine gute Erziehung haben nur die wenigsten erhalten. 4 von 5 Gefangenen haben zudem gar keinen Schulabschluss. Der Rest hat meist höchstens einen Hauptschulabschluss. Daher verfügt die Jugendstrafanstalt über eine Schule, große moderne Werkstätten und auch eine Gärtnerei. Bis zum Mittagessen besuchen die Jugendlichen dann den Unterricht oder erlernen einen von insgesamt 10 möglichen Ausbildungsberufen, wie beispielsweise Oha. Maler oder Maurer. Im Gegensatz zu einer Ausbildung in Freiheit. Aber trotzdem 10 verschiedene Jobs bieten die dann. Wild. Ich würde es feiern, wenn auch sowas wie Jugendvollzugsbeamter oder so dazugehört. Stell dir vor, einfach, die machen eine Ausbildung und 4 Jahre später stehen die einfach auf der anderen Seite. Gelten in Arnstadt jedoch natürlich strenge Regeln. Die Ausgabe von Werkzeugen wird beispielsweise penibel überwacht und zu jeder Zeit stehen bewaffnete Justizvollzugsbeamte im Hintergrund, um aufzupassen, dass alles korrekt abläuft. Außerdem sind die Ausbildungs- und Arbeitsstätten mit Zäunen, Mauern, mit Stacheldraht und Gittern sowie schweren Stahltüren gesichert. Und wenn man einmal den Raum verlassen muss, wird hinter einem abgeschlossen. Über einen Überwachungsraum haben die Beamten die komplette. Das ist so rigged, die beiden arbeiten da niemals. Sag ich euch ehrlich. Strafanstalt zudem mit unzähligen Kameras im Blick. Um Punkt 12 haben die Gefangenen dann eine Pause, in der es in der Gefängnismensa ein Mittagessen gibt. An Feiertagen gibt es hier übrigens auch festliche Gerichte. Okay, das finde ich irgendwie geil. Einfach dann gibt's schon Gänse. Man sie auch in Freiheit zu solchen Anlässen genießt. Nach dem Mittagessen wird dann wieder bis genau 16 Uhr gearbeitet. Die Struktur mit festen Zeiten verfolgt dabei übrigens einen bestimmten Zweck, denn Die Leute müssen sich halt irgendwie dran gewöhnen, schätze ich. Deswegen. Und auch, ich glaube auch, dass es ganz geil ist, so eine Arbeit zu haben, weil die Zeit halt einfach schneller rumgeht. die meisten Gefangenen kannten vor ihrer Haft keinen geregelten Tagesablauf und sollen diesen nun in Haft erlernen, damit sie später nach ihrer Entlassung im Alltag klarkommen. Nach der Arbeit dürfen die Jugendlichen nachmittags dann die zahlreichen Freizeitmöglichkeiten auf dem 15 Hektar großen Gelände nutzen. Wer möchte, kann jetzt auf die Laufbahn gehen oder sich in der Sporthalle oder auf dem Fußballplatz austoben. Außerdem können die Jugendlichen im eigenen Gefängnisladen einkaufen gehen und dort beispielsweise extra Lebensmittel holen, die es bei den Mahlzeiten nicht gibt. Alter Vater, die sind einfach. Maschallah, da kannst du einfach shoppen gehen. Schön, schön das neue Gönnergy probieren. Maschallah. Alkohol gibt es jedoch nicht zu kaufen, denn der ist im Gefängnis streng verboten. In dieser Zeit können die Gefangenen aber auch die gefängniseigene Kapelle besuchen, in der ein Pfarrer Bibelstunden und Seelsorge anbietet. Hier finden außerdem Gottesdienste statt, die die Jugendlichen freiwillig besuchen können. Auch eine Bibliothek und sogar Theaterkurse und Hip-Hop-Projekte, bei denen die Gefangenen eigene Songs im Tonstudio des Gefängnisses. Jo, sponsert bei Haftbefehl. Junge, Hafti findet da seine die ganzen Newcomer einfach. Straight from the block. Gefängnisses aufnehmen können, gibt es. Was sich paradiesisch anhört, kann die Jugendlichen jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie sich noch immer in Deutschlands härtestem Jugendknast befinden. Wer sich nicht gerade alleine in einer Zelle befindet, muss in Arnstadt nämlich immer auf der Hut sein. Generell gilt hier das Recht des Stärkeren. Alleine im Jahr 2017 gab es über 90 Fälle von Körperverletzung und Erpressung unter den Gefangenen, die angezeigt wurden.
wurden. Die Dunkelziffer dürfte natürlich deutlich höher liegen. Aber auch krass, das ist der härteste Knast. Aber das klang irgendwie gar nicht so scheiße. Denn wer Mitgefangene anzeigt, gilt im Gefängnis schnell als Verräter und hat es dann im Alltag umso schwerer. Ein anonymer Häftling erzählt in einem Bericht davon, dass man in Arnstadt schnell Schläge kassiert. Obwohl er selbst immer versucht habe, sich aus Konflikten rauszuhalten, sei er beispielsweise von einem Mitgefangenen mit kochendem Wasser übergossen worden. Nicht nur die Mitgefangenen. Oh, wie schmerzhaft! Sind in Deutschlands härtestem Jugendknast eine Gefahr für die Häftlinge. Im Jahr 2018 bezeichnete ein Pfarrer, der als Seelsorger in der Anstalt arbeitete, die dortigen Haftbedingungen als menschenunwürdig. Er warf der Gefängnisleitung unter anderem vor, dass psychisch kranke Gefangene unter schlimmen Bedingungen weggesperrt würden und machte außerdem den Fall eines krebskranken Häftlings öffentlich, der in dem Jugendgefängnis viel zu lange auf eine Behandlung seiner Erkrankung warten musste. Außerdem klagte der Pfarrer an, dass kaputte Gegenstände wie Bettlaken in den Zellen nicht ausgetauscht werden. Die Gefängnisleitung wiederum warf dem Pfarrer damals vor, eine intime Beziehung mit einem der Insassen zu führen. Das ist in der Jugend. Ey, das macht's nicht besser mit diesem Clip von dem einen da. Das ist dieses Meme. Er hat vor kurzem einen kleinen Jungen gefirmt. Scheiße. Es macht sich besser. Und da, ey, das war. Bitte sag mir einfach, dass das nicht dieser Typ war. Boah, das wäre hier so bitter. Strafanstalt häufig zu Konflikten und Straftaten kommt, verwundert wenig. Denn wer hier landet, ist schon seit seiner frühesten Jugend auf die schiefe Bahn geraten. In Deutschland dauert es bekanntlich wirklich lange, bis man als Jugendlicher tatsächlich ins Gefängnis muss. Und nicht mehr mit Bewährungsstrafen oder gemeinnütziger Arbeit davonkommt. Und Feini! Dies zeigt auch ein aktueller Fall aus dem Kreis Dithmarschen, der in diesem Jahr groß in den Medien war. Die Mädchen einer Clique, die dort eine 13-jährige Mitschülerin schlugen, demütigten und sogar ihre Haare in Brand setzten und die Tat dann auf TikTok posteten, sind beispielsweise im nur zu 50 Stunden gemeinnütziger. What the fuck? So Leute gehören weggesperrt. Allein, also grundsätzlich alles furchtbar. Also, so, aber guck mal, wenn du dann weitergehst. Die haben der ihre Haare in Brand gesetzt. Das hat was mit. Das hat nicht mal mehr was mit Aggressionsproblemen zu tun. Das hat was wirklich mit psychischen Störungen zu tun, meiner Meinung nach. Und das Ganze dann noch zu filmen und auf irgendwelche Plattformen hochzuladen, allein zu filmen, macht für mich, das ist echt. Das ist psychisch nicht normal, meiner Meinung nach. Arbeit und einem Anti-Gewalt-Training verurteilt worden. Daher könnt ihr euch sicher vorstellen, was man anstellen muss, um überhaupt im Jugendgefängnis Arnstadt eingebuchtet zu werden. Die meisten Gefangenen sitzen hier wegen schweren Delikten, wie gefährlicher Körperverletzung, und einige haben sogar Mord oder Totschlag begangen. Wer sich auch im Gefängnis richtig daneben benimmt, muss aus seiner komfortablen Zelle zeitweise zur Strafe in einen trostlosen, gefließten Raum ohne jeden Komfort umziehen. Außer einer Matratze auf dem Boden und einem Loch als Toilette gibt es hier nichts. Und das ist ein Haftraum, den wir nutzen müssen, wenn es einfach mal die Situation erfordert. Bis zu zweimal im Monat, jedoch nur nach Einreichung eines Antrags, kriegen die Gefangenen im Besuchsraum des Gefängnisses Besuch von ihren Familien empfangen, was für viele der Jugendlichen ein echtes Highlight im harten Knastalltag ist. Pünktlich. Digga, wenn du in so eine Zelle kommst, da in diese. Oh Mann, wir können einfach so froh sein, dass es uns, jeder, der hier im Stream ist, jeder, der hier dieses Video sehen wird, wir können so froh sein, dass wir einfach noch so einen Verstand haben und uns nicht auf so eine Scheiße einlassen müssen.
Um 9:30 am Abend erfolgt dann der sogenannte Nachteinschluss. Ab dieser Uhrzeit sind die Jugendlichen in ihren Einzelzellen eingesperrt, bis sie am nächsten Morgen um 6:00 wieder geweckt werden. Als besonders belastend nehmen viele Gefangene vor allem das Wochenende wahr. Denn in dieser Zeit, in der ihre Freunde außerhalb der Anstaltsmauern feiern gehen und andere Freunde treffen, werden sie komplett in ihrer Einzelzelle eingeschlossen. Zwischen 18 Uhr am Abend und 8:30 Uhr am Morgen ist so kein Kontakt zu anderen Menschen möglich. Und daher freuen sich viele der Gefangenen, die vorher meist gar keinen geregelten Alltag kannten, schon darauf, am Montagmorgen wieder um 6:00 geweckt zu werden und zu ihrer Ausbildungsstelle zu gehen. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass das ganze Konzept der JSA Arnstadt und Jugendgefängnissen in Deutschland generell wesentlich menschlicher ist, als es in anderen Ländern der Fall ist, wie What the hell? Eben etwa den USA. Ausbildung und Schule im Gefängnis sowie Freizeitangebote sind für manche Gefangene kaum eine große Strafe. Allerdings muss man dazu sagen, dass der deutsche Ansatz leider nicht wirklich zu nachhaltigem Erfolg führt. Denn trotz Ausbildung und Schule... Ey, das ist so irgendwie belastend. Irgendwie belastend, dass man denen so viel gibt und jetzt zu hören irgendwie, dass es aber nicht so viel bringt, finde ich schon echt schade. Schule im Gefängnis werden unfassbare 70% aller Gefangenen nach ihrer Freilassung wieder straffällig und über 30% landen schließlich wieder im Knast. Was ist denn eure Meinung über die JSA in Arnstadt sowie das? Ja, ich sag euch ehrlich, es kam mir irgendwie nicht so schlimm vor, die Dings und dieser Knast. Aber, ja gut, ich muss auch sagen, ich verbinde keinen Knast mit einem Fernseher. So, nimm dem den Fernseher weg, sag ich. Weil, dann will der da auch nicht mehr hin. Ich kann mir vorstellen, dass du dich irgendwann an das gewöhnt hast. Und das dann nicht mehr so schlimm findest und denkst, ah ja, wenn ich halt wieder was mache, dann komme ich ja wieder dahin. Auch wenn es halt nicht der Fall ist, weil man dann irgendwie zu alt dafür ist. Aber ja, ist krank. Ist krass. Check gerne Wissenswert ab. War ein geiles Video.